Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem Kanal. Und ihr seht es, wir sind hier unterwegs und machen heute ein bisschen Feldarbeit. Der Gruber soll hier das Feld ein bisschen auflockern, nachdem wir es ja abgeerntet haben. Und da hinten, da ist unterwegs unser Lamborghini mit der Saatmaschine. Und was wir hier ansehen, ist hier erstmal Gras. Ich habe auf dem anderen Feld, da schauen wir gerade mal, während er hier gerade am Drehen ist, schon mal ein bisschen was vorbereitet. Dazu steigen wir hier in den kleinen Waltra. So. Und dann fahren wir mal gerade mal hier ums Eck. Denn auf dem Feld habe ich mir nämlich auch gedacht, es ist Juli und wir können ja auf jeden Fall zumindest mal hier übergangsweise ein bisschen Gras ansehen. Wobei hier habe ich jetzt Ackergras sogar angesät, weil hier auf der Karte haben wir noch eine zusätzliche Frucht, nämlich Ackergras. Und dann schauen wir mal, was dann hier passiert. Das müsste doch, so hoffe ich doch, wenn wir hier stoppen, wenn wir mal ganz kurz hier in die Karte schauen. So, Juli, und wenn wir drei Wachstumsphasen haben, August, September, dann müssten wir im Oktober doch hoffentlich das Gras ernten können bzw. mähen können. Und dann können wir auf jeden Fall nochmal Weizen und Gersten säen. Oder wir lassen das Gras stehen, hoffen und gucken, dass wir dann im März nochmal ernten können bzw. eben mähen können. Und dann können wir Silage oder Gras machen für unser Silo. Und dann können wir im April nochmal Weizen und Gersten ansehen. Also, soll heißen, wir machen das so ein bisschen als Zwischenfrucht, Übergangsfrucht und werden entweder einmal oder zweimal auf jeden Fall mähen. Und dann schauen wir mal, ob wir eventuell hier dann mit Silage arbeiten, Silageballen, oder ob wir das Ganze dann eben hier in unser Silo werfen, um Silage zu produzieren. Aber ich denke, es bietet sich an, dass wir dann auch vielleicht einen Wickler uns holen, nämlich aus dem Göweil-Pack. Das hat mir jetzt dann doch ganz gut gefallen. Und dann werden wir hier Ballen machen, die wir dann eventuell, ja, schauen wir mal, vielleicht im Winter oder so dann tatsächlich dann verkaufen können. So, wir schauen mal, wo der Kollege unterwegs ist. Aber da fällt mir ein, hier läuft noch der Motor und da wird nur der Sprit entsprechend vergeudet. So, in der Zwischenzeit, und da will ich gerade mal auch reinschauen, das müssten wir ja eigentlich hier irgendwo können. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Hier sind noch die Pakete. Oder zeigt ihr hier, wo zeigt ihr mir denn die DLCs nochmal an? Weil wir nämlich ja jetzt das DLC haben. Wir schauen mal, ob wir es hier sehen bei Heu. So, zeigt er denn hier die neuen Gerätschaften an? Nein, bei Silage auch nicht. Ja, jetzt bin ich ja ein kleines bisschen irritiert, aber wir werden es finden mit Sicherheit, wenn wir hier drauf gehen und uns die Kompakttraktoren ansehen. Dann müssten die doch relativ jetzt da hinten irgendwo sein. Da. Das müssten sie doch sein, oder? Da steht es doch. Hay and Forage Pack. Hay and Forage Pack. Hier der Rigitrack. Dann hier der Reform. Jo, das ist ja hier aus dem neuen DLC. Den Hay and Forage Pack, also dem Heu- und Futterpaket. Und die Geräte habe ich jetzt extra hier auch eingekauft. Die werden wir uns dann auch mal ansehen. Deswegen auch so viel Gras hier angesät, damit wir dann tatsächlich hier auch ein bisschen dann arbeiten können mit diesen Gerätschaften. Der hier müsste, glaube ich, ja hier diese Neigtechnik haben, damit er immer schön am Hang fährt. Vermutlich der hier genauso. Ja, könnte so sein, wenn man das hier so sieht, ne? Ja, da bin ich dann mal gespannt, wie die Gerätschaften arbeiten. Und dann müsste es auch hier die entsprechenden Mähwerke dazu geben. Dumm, die dumm, die dumm. So, Mähtechnik. Dann schauen wir mal. So, wo haben wir es denn? Glas, Glas, Fellergras, John Deere, Easy. Da ist es nicht. Dann ist es weiter vorne. Deswegen höchstwahrscheinlich, hier haben wir es doch. Hay and Forage Pack. Da haben wir die Mähwerke von Knüssel und von Krone, die da im Paket dabei sind. Und noch ein paar andere interessante Gerätschaften. Die werden wir dann alles jetzt hier auf dieser Map, da ist es ja prädestiniert dazu, da werden wir das Ganze dann hier richtig schön dann antesten. Deswegen auch hier Gras, Gras, Gras.
auf die Felder. Hier das Feld ganz da unten, da machen wir definitiv Raps drauf und das müsste ja im nächsten Monat der Fall sein. So, jetzt schauen wir mal. Er hier ist fast fertig, aber da vorne haben wir noch ein Stückel. Das werden wir dann nochmal schnell von Hand grubbern. In der Zwischenzeit habe ich auch alle Aufträge, die es gab. Da gab es nochmal einen Ernteauftrag. Den habe ich dann auch abgearbeitet. Und somit haben wir auch keine Aufträge mehr. Das heißt, wenn hier die Felder soweit gemacht sind, dann können wir in den nächsten Monat starten. So, das hier packen wir ein. Und dann fahren wir mal zurück zum Hof und dann schauen wir mal, ob wir mal schnell düngen. Das könnte ja nicht schaden. Weil, Augenblick. Ja, pH-Wert schlecht. Also da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen was machen. Oh, da haben wir das Grünzeug im Führerhaus. Und wie gesagt, da rechts, das muss uns nicht weiter hier stören, dass da jetzt Unkraut wächst. Das werden wir dann nächsten Monat, da werden wir dann Raps ansehen. Und dann kriegen wir das natürlich weg. So. Jo, und wenn wir die Felder fertig haben, dann bin ich jetzt fast schon am Überlegen. Wir haben jetzt 185.000. Und geplant war ja eigentlich auch, dass wir dann so ein bisschen in die Forstwirtschaft einsteigen. Also wenn die Felder dann erstmal fertig sind, dann gibt es eigentlich die nächsten zwei Monate nicht mehr allzu viel zu tun. Und dann könnten wir uns tatsächlich schon überlegen, ob wir das eine Feld kaufen. So, dann müssen wir ja hier rum. Das Ganze müssen wir wieder ausklappen. So. So, das haben wir hier abgestellt. Okay. Sehr gut. Dann schauen wir mal ganz kurz auf die Karte. Denn die Idee war ja auf jeden Fall hier dieses Feld zu kaufen. Das kostet 59 und da können wir dann auch ordentlich hier Bäume abholzen. Die Frage wird halt sein, ob wir hier ein Feld 29 noch dazu nehmen, um dann hier eventuell, ja, ich weiß es nicht, vielleicht irgendwas aufzubauen, irgendwas, was wir bräuchten. Aber da schauen wir einfach erstmal, wie sich das entwickelt. Aber ich hätte dann wirklich hier Bock, damit anzufangen. Hier Feld Nummer 35 und dann vielleicht erstmal, ja, müssen wir da mal sehen. Zunächst die ersten Bäumchen vielleicht doch von Hand erstmal zu fällen und zu bearbeiten und dann halt eben anschließend ja, Gerätschaften erstmal auszuleihen, um die Bäume wegzubringen. Wir schauen uns das Ganze mal an. So. Okay. So, da müsste das hier sein. Da kommt die Fläche. Das wäre die Fläche, die wir bebauen könnten, eventuell mit Gerätschaften, je nachdem. Ich glaube, wir haben da sogar als Mod eine Pelletfabrik oder ähnliches. Das könnte man dann hier eventuell setzen. Und hier haben wir jede Menge gute Bäume natürlich zum Fällen, zum Abarbeiten. Aber das Ganze ist natürlich am Hang, also auch nicht ganz so easy. Aber die Bäume würden natürlich im Prinzip runterrutschen. Also ob wir da mit Seilwinde arbeiten oder ähnliches, das weiß ich noch nicht. Aber wir könnten erstmal hier in dem etwas flacheren Teil auf jeden Fall anfangen mit Forstwirtschaft. Und da würde ich jetzt gar nicht mehr so lange warten wollen bis in den Winter, sondern vielleicht schon mal ein bisschen früher damit anfangen. Wie gesagt, wenn wir die Felder hier bearbeitet haben. Und wir sehen das ja hier, dass wir nächsten Monat im August, da können wir auf jeden Fall Raps ansehen und dann wären wir eigentlich soweit durch. Und Aufträge haben wir jetzt im Moment, ja, diesen Grubberauftrag, aber ja, nö, müssen wir jetzt nicht machen. Und wenn wir bei unseren Kühen reinschauen, da ist soweit jetzt auch noch alles im grünen Bereich. Milch können wir dann demnächst mal verkaufen. Zum Düngen haben wir leider ein bisschen wenig Gülle. Und wie sieht es denn bei unseren Hühnern aus? Auch die haben noch genug zu fressen. Das läuft und da schauen wir mal. Ja, also hier sind noch nicht allzu viele Paletten, also da läuft uns nichts davon. Und der Salat, klar, da müssen wir uns jetzt mal langsam Gedanken machen, ob wir den verkaufen. Wann kann man eigentlich den Salat verkaufen? Salat. So, die Eier bringen das meiste auch im Winter, November, Dezember. Die Milch, ja, da könnten wir dann im August schon mal ein bisschen was verkaufen.
Und den Salat, den Salat. Salat ist natürlich auch im Januar, Februar. Also das können wir alles noch bunkern und da machen wir dann richtig auch gut Geld natürlich über den Winter. Ist natürlich klar, weil wir dann alles hier verkaufen können. Wir schauen mal, was wir eigentlich hier im Lager haben, im Silo Weizen. Natürlich hier die Gerste und Raps. Raps auch schon wieder im November zu verkaufen. Okay, den Monat dürfen wir dann nicht verpassen. Okay, wie weit ist denn unser Lamborghini? Also der hat auch noch ein bisschen Saatgut. Das ist gut. Da drüben sind ja die Wildtiere wieder unterwegs. Sehr schön. So, und jetzt schauen wir mal ganz kurz. Da müsste doch Dünger drin sein, oder? Nee, da ist im Moment Kalk drin. Mhm. Mhm. Und das ist Saatgut, okay. Dann würde ich doch sagen... So, dann schnappen wir uns das Teil, schmeißen das, den Kalk raus und machen Dünger rein. Dann fahren wir schon mal hier über die Felder und düngen schon mal. So. Ups. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo wir das wieder am geschicktesten ablegen. Ja. Macht er das links oder rechts? Ja, jetzt muss ich wieder gucken, wie wir hier entladen. So, wo war es denn? Arbeitsbreite Dünger entladen. Okay, da schmeißt es dahin. Sehr gut. So. Ja, 728 ist nicht so viel. Okay, dann machen wir das Ding gleich voll hier, weil das sind, glaube ich, alle so Kleinbehälter. So, sehr schön. Ups. Dann gehen wir erstmal auf dieses Feld hier und werden erstmal ein bisschen düngen. So, da steht unser Schneidwerk noch. Ja, aber da steht es nicht verkehrt. Da können wir es auch erstmal lassen. Okay. So, düngen macht er, glaube ich, relativ breit, wenn ich richtig weiß. Yep. Deswegen geht er auch natürlich ordentlich raus. Okay. Oh ja, da muss richtig Dünger drauf. So. Dann müssten wir doch theoretisch mit zweimal fahren, eventuell, oder? Ja, ja, das müsste uns reichen, zweimal fahren. Und ich hoffe, dass uns auch die Ladung reicht. Sehr gut. Dann schauen wir mal ganz kurz hier rein bei Precision Farming, welche Werte wir da eigentlich haben mittlerweile. So, Stickstoff 18, pH-Wert, okay. Unkrautbekämpfung, Bodenbearbeitung 2,5. Okay, da muss ich ein bisschen was tun. Hier haben wir natürlich so gut wie noch gar nichts, weil wir noch nichts angesät haben. Hier haben wir relativ hohen Wert 83, 86, 73. Okay, ja, also der Wert wird natürlich dann ein bisschen nach oben gehen, wenn wir hier das Feld Nummer 8 bearbeitet haben. Und dann sollte sich das gut anpassen. So, wo wollte er jetzt hin? Ja, da muss man immer ein Auge drauf werfen auf die Kollegen. So, ups. Sehr gut, dann fahren wir das gerade mal selber schnell ab. Und dann müssen wir schauen, 47, ob das dann noch reicht für das andere Feld. Und wir müssten überhaupt mal sehen, was dann mit den anderen Feldern ist. Mit den Grasfeldern müssen wir die eigentlich auch noch düngen. Da bin ich überhaupt gar nicht auf dem Laufenden. Ich habe so den Verdacht, dass wir das müssten. Naja, wenn wir gerade so schön am Düngen sind.
Okay. Ja, 36. Ah, lass mich mal kurz schauen. Ja, der ist jetzt gerade auf der anderen Seite. Also das Feld müssten wir eigentlich gedüngt kriegen, aber der ist auch noch gar nicht fertig. Okay. Wie ist denn der Stand da drüben? Wie sieht es denn auch mit Kalk aus? Okay, pH-Wert ist gut, Stickstoff ist supi. So, hier ist natürlich Stickstoff auch schlecht. Eigentlich müssten wir hier auch düngen. Okay. Dann kann es ja nicht schaden, wenn wir die Wiese erstmal machen, dann wieder aufladen, auffüllen hier den Behälter und dann anschließend drüben. Dann müsste dann auch der Lamborghini fertig sein und dann können wir auf jeden Fall auch dort düngen. So, Charlie ist auch wieder mal auf dem Hof. In der letzten Folge hat er sich ja ein bisschen verdrückt anscheinend. Aber jetzt weiß er wieder, wohin gehört. So, dann fangen wir hier mal an von Hand. Ja, gut, allzu viel braucht es gar nicht, so wie ich das sehe. Also das Ackergras, das braucht anscheinend richtig Dünger. Die normale Wiese, glaube ich, immer so um die 55, 60. Aber wenn wir jetzt hier einmal drüber fahren, dann wird es wenigstens gleichmäßig. Naja, da ist nicht allzu viel. Da sparen wir den Dünger gut ein. Da brauchen wir nicht so viel. Das war vor allen Dingen das Ackergras, was halt richtig benötigt hat. So, und die anderen zwei Felder sind ja auch Grasfelder. So, da kommt ein Auto. Aber wir müssen ja hier auf jeden Fall runter. So, ups. Dann machen wir da vorne noch die Ecke und dann fahren wir gleich rüber. Und dann müsste doch tatsächlich hier das, was hier noch drin ist, doch eigentlich reichen. So. Okay. Ja, der hat wesentlich schöne Ausbringbreite, das ist gut. Da braucht man jetzt oft drüber fahren. Sehr schön. Okay, jetzt aufpassen, dass wir nicht hier wieder dagegen fahren. Okay, mal kurz schauen. pH-Wert gut, Stickstoff perfekt. Okay, da müssen wir dann nichts mehr machen. Sehr, sehr gut. Also haben wir da eigentlich mal zwischengedüngt? Ich weiß das gar nicht mehr. pH-Wert perfekt, okay. Aber nicht gedüngt. Naja, macht ja auch keinen Sinn, obwohl haben wir da eventuell Gülle ausgebracht. Ich weiß es gar nicht mehr. Und ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Raps braucht relativ viel, wenn ich richtig weiß. An pH-Wert. Naja, gut, wir werden es ja sehen, wenn wir dann angesät haben, dann kriegen wir ja die Werte angezeigt. Und dann werden wir die entsprechend natürlich überarbeiten. So, ja, noch drei, vier Bahnen, dann sollte das passen. Okay. Mit ein bisschen Glück kommen wir hier genau. Links und rechts, sehr schön. Ja, auch hier müssen wir nicht allzu viel an Kunstdünger ausbringen. Man sollte das auf jeden Fall hier für die andere Wiese noch reichen, für das andere Feld. So, zack. Jo, und dann sind solche Hänge ja prädestiniert für, wie gesagt, das neue DLC mit den neuen Gerätschaften. Dann können wir die hier testen mit Neigetechnik und ähnlichem. Wir hatten ja sowas Ähnliches schon probiert hier auf dem Feld da unten mit einem Drescher. Das hat leider nicht ganz so dolle funktioniert. So.
So. Ja, dann mal hier los. Helfer, macht gut. So, wie viel brauchen wir hier? Ja, auch eben 50, 55. So, während der Helfer fährt, ganz kurz nochmal der Hinweis. Wir haben ja noch unser anderes wunderschönes Big Farm Projekt hier, Neubartelshagen. Da sind wir ja gerade dabei zu ernten. Die Sonnenblumen haben wir abgeerntet und jetzt geht's an die Maisernte. Und da werden wir also unser schönes großes Maisfeld abernten. Also da gibt es auch ordentlich zu tun. Und dann haben wir ja hier, wie gesagt, unser schönes Projekt mit den kleinen Feldern, mit den kleineren, mittleren Maschinen. Unser schönes Alpenprojekt hier. Neu Minibrunn. So, wie weit ist denn er da unten? Ja. Okay, Material hat er noch genug. Der fährt jetzt einmal noch hoch und einmal runter. Wunderbar. Sehr schön. Ah, da können wir ja mal schnell ein Foto schießen in der Zwischenzeit. Dazu machen wir die Hilfe mal wieder aus. Sehr gut. Mit Bahnmotiv. Ein schönes Thumbnail, aber dreckig ist die Maschine. Na gut, er ist jetzt über einige Felder drüber gefahren. Da haben wir nicht allzu viel gemacht. Also da müssen wir ein bisschen was arbeiten. Natürlich, Maschinenpflege ist dann anschließend angesagt. Jo, sehr gut. Ach so, jetzt muss ich gerade mal schauen. Ah doch, das müsste doch reichen, dass wir hier mit einmal drüber kommen. Dann schauen wir, dass wir jetzt hier genau die Mitte treffen. Okay. Aber wir sind, glaube ich, ein bisschen zu schnell, ne? Ah ja, okay. Da haben wir dann ein bisschen was verschenkt, aber das ist nicht schlimm. Da werden wir dann 2-3% Ertrag einsparen. Aber das soll uns nicht weiter stören. So, dann schicken wir ihn mal los. Sehr schön. So, er ist jetzt auch gleich fertig. Und da hinten kommt er. Jo. So, aber den Motor anlassen. Sehr gut. So, jetzt müssen wir mal schauen, nicht, dass er hier nochmal wendet. Nein, den schalten wir ab, den Helfer. Und hier mit dem Lamborghini fahren wir jetzt wieder zurück zum Hof. Und dann haben wir unsere Felder zumindest mal für diesen Monat soweit fertiggestellt. Wie gesagt, einmal Ackergras, einmal normales Gras. Und dann werden wir hier in den nächsten Monaten dann auf den Herbst hin hier auf jeden Fall nochmal Silageballen machen und auch Gras in das Fermentersilo werfen. Auf jeden Fall. Dann haben wir gut zu tun und die Silage wird uns ja im Winter auch ordentlich Kohle bringen. Und ich hoffe dann, dass wenn wir eben dann auch die Forstwirtschaft machen, dann haben wir im Winter auch ordentlich zu tun, können ordentlich Holz machen. Und das sollte doch uns dann auch ein bisschen Geld hier in die Kasse spülen. Dann können wir uns dann noch das eine oder andere Feld eventuell kaufen. Ich habe da auch schon ein paar Ideen. Wir werden sehen. So, hier geht es jetzt erstmal zur Maschinenpflege, weil wie gesagt, der ist ganz schön dreckig. Und während ich hier jetzt kräftig sauber mache unsere Gerätschaften, darf ich mich recht herzlich bei euch bedanken wieder mal fürs Zusehen. Das soll es gewesen sein für die heutige Folge mit unserem Projekt Neu-Minibrunn, die Alpen-Map. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und sage wie immer an dieser Stelle Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.